Willkommen in Essen Hauptbahnhof. Dies ist eine S-Bahn Richtung Westen. Sie werden den Zug den ganzen Weg bis nach Duisburg Hauptbahnhof fahren. Mann, ist das ein Schiedwetter. Wir entriegeln einfach mal die Türen links. Und schalten dann SIFA und so weiter an. Und PZB. Ich hoffe, und mit hoffen meine ich hoffen, oder? Ich hoffe, dass ich, warum auch immer das, okay, Solingen, okay. Ich dachte, gut, wir fahren nach Duisburg, ist natürlich noch weiter. Ich glaube, ich mache die Lautstärke noch mal ein bisschen lauter. Denn ich kann nicht, ich hoffe mal, dass ich keine, also ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Zwangse bekomme, ist diesmal größer als sonst. Aus dem einfachen Grund, ich habe, ich kann nicht so laut das Spiel gerade anhaben wie sonst, was mich selber ein bisschen triggert, weil ich die ganze Zeit immer den Mund, den Dings höre, rechts neben mir. Aber das liegt daran, weil ein Paket ankommen soll und ich das sonst nicht höre. Also ich sonst nicht höre, wenn es klingelt. Ich habe das Handling dafür, dass ich in letzter Zeit das scheinbar immer nicht höre, weil die Tür mal zu ist. Und ich halt. Wie heißt noch? Und ich halt Kopfhörer auf habe und dann halt währenddessen teilweise noch Quatsch oder ein Spiel oder einen Stream offen habe. Deswegen muss ich das leider jetzt gerade so machen, dass ich halt nichts höre. Ist dann halt so. Nächste halt Essen West. Kann ich leider nicht ändern. Mehr in Eisen müssen wir gehen. Wir sind ja auch gleich in Essen West. Das ist natürlich etwas ungünstig, dass ich halt jetzt ausgerechnet, dass es ausgerechnet dann so ist, wenn ich, ein Spiel aufnehme, wo ich es hören sollte, was passiert. Ich werde vielleicht nochmal eine Bus-Simulator-Folge aufnehmen, aber da ist es dann ja eher halb so wild. Okay, eine Notbremse wollte ich eher nicht nehmen, aber gut. Ich verpasst den ja nicht gut. So, zack und links öffnen. Puh. Man merkt, dass es regnet. Man kann nicht mehr wirklich die Tafel erkennen, beziehungsweise die Zielanzeige. Der ist ein Soling. Oh, schön verriegeln. Trinken kann ich gleich noch. Gott, wir sind ja wieder echt spät dran. Nächste halt Essen-Frohnhausen. Ich glaube, ich, ja. Das S-Bahn-Fahren muss ich noch lernen, das steht schon mal fest.
Ich bin einfach zu langsam dafür, für diesen S-Bahn-Fahrplan scheinbar. Bisher. Kann sich ja noch ändern. Und da ich mit dem Bremsverhalten noch nicht klarkomme, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Zählt das noch? Nein, natürlich nicht. Natürlich wiederum belastend. Also das hat Zeit gekostet und nicht gerade allzu wenig. Das läuft ja wieder rund heute. Rund in die falsche Richtung, aber läuft rund. Ich glaube, da hat der Regen gar nichts mit, nicht mal was mit zu tun gehabt, dass ich hier den Bahnsteig so verhunzt habe. Nächster Halt Mülheim Ruhr. Die Mülheim an der Ruhr haben wir noch auch. Okay. Wollen wir natürlich raus. Wollen wir nichts mehr zu tun haben. 6 Kilometer. Wir sollen in 3 Minuten da sein. Da bin ich aber mal gespannt. Da kommt nochmal eine Tempich. Tempich. Aber vorher kommt nochmal eine Tempo 120er Zone, wo wir dann wieder ein bisschen runter müssen. Aber bis dato können wir erstmal auf 140 beschleunigen und das Tempo auch dementsprechend erstmal halten. Vorausgesetzt, da passiert jetzt gleich nichts. Boah, ich hoffe, dass ich echt nicht, dass meine eigene Stimme in meinem Kopf nicht zu laut ist und ich dadurch das Gebibbel an der Tür nicht höre. So, 2 Minuten noch. Okay, wir sind jetzt doch, ja, doch. Ah, boah, ja, können wir schaffen. Noch zeitlich sogar. Wir mussten ja anfahren und so weiter und so fort. Das haben wir natürlich auch nicht vergessen. Ich haben wir ja auch. Dass es hier immer so steil bergauf geht, das vergesse ich jedes Mal. Und ich verliere immer Geschwindigkeit. Allerdings, wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Dann können wir erstmal das Tempo hier. Lassen wir es erstmal dabei. Und der 120er Zone ausgeschildert. Gehen wir schon mal hin, dann bremsen wir schon mal direkt runter. Regnet es immer noch? Ja, ne? Dann haben wir auch schon die Tempo 120. Wir können entspannt Richtung Mülheim rollen. Zeitlich könnten wir vielleicht sogar etwas Zeit rausgeholt haben. Aber könnten nur. Na, muss man schauen, ob es im Endeffekt dann immer noch so ist, dass wir Zeit rausgeholt haben oder nicht. Oh, 90! Hätte ich bestätigen müssen, gut zu wissen. My bad. Ich wollte jetzt hier was runtergehen, konzentriert.
Och. Ihr könnt mich aber sowas von am Arsch lecken. Ist ja leider eher das Gegenteil wie beim LKW so gesehen. Da kannst du ja immer noch mit 5 Kilometer, hast du ja immer noch 5 Kilometer pro Stunde, kannst du noch drüber fahren, Toleranzgrenze, pipapo, aber hier ist es ja eher umgekehrt, gefühlt. Fährst du 45 und dann kriegst du was reingedrückt, was aber richtig tief reingeht. Ist wieder Zeit gekostet des Todes. Türen öffnen. Türen verriegeln. Ich dachte, Türen verriegeln, Mensch, das kann das. Wenn es nicht läuft, dann läuft es richtig nicht. So, nächster Halt Mülheim an der Ruhr West. In vor einer Minute. Also immer mal wieder, wie viel Zeit man einfach dadurch auch mal wieder verliert. Die Zeit kann man halt einfach nicht raus. Du bekommst eine Zwangse, wird's eng, bekommst du eine zweite dazu, dann ja. Da ist der Fahrplan aber auch nur noch das Schwarze auf dem weißen Papier. Kriegen wir die Türen. Ist glaube ich nicht mehr ganz so viele Stops, aber punktezahltechnisch könnten wir trotz Zwangse und so weiter und so fort eventuell eine Goldmedaille bekommen. Ich habe aber keine Ahnung, wie knapp, ob das irgendwie prozentual berechnet wird mit den Punkten, mit der Punktevergabe von Gold runter so gesehen. Oder whatever. Jetzt bekomme ich hier schon wieder Discord-Benachrichtigung. Holy shit. Okay. Gucken wir mal kurz nach. Das Wichtige ist aber nicht. Warum denn jetzt? Also. Doppelt gemoppelte Benachrichtigung. Hä? Classic. Nächster halt Mülheim an der Ruhr. Was? Steirum? Styrum? Steirum? Styrum?
Verspätung, die ist mittlerweile echt schon kolossal. Ja, das Bremsen. Ich glaube, ich kann echt noch sogar. Ich kann wirklich, glaube ich, sogar später bremsen. Noch mit voller Geschwindigkeit und dann mit der vollen Bremse. Mal gucken. Vielleicht testen wir das gleich beim. Obwohl. Hä? Können wir das gleich eh nicht testen, weil es der letzte Bahnhof ist, ne? Wir sind ja gleich in Duisburg. Und in Duisburg endet der Zug und wir kennen ja vor Duisburg. Bekommt man da nochmal gerne drei Zwangsen reingedrückt. Wenn man nicht aufpasst. Ach, dann wollen wir mal in Duisburg halten. Das sind noch 5,8 Kilometer. Ein bisschen haben wir also noch. Dürfen wir auch erstmal gleich mal 140 Kilometer pro Stunde erstmal dahin preschen. In 2 Minuten sollen wir da sein. Das werden wir nie im Leben schaffen. In 2,8 Kilometern gibt es wieder eine. Gut, müssen wir sowieso langsamer werden, das ist ja obvious, dann können wir auch schon dann volle Möhre runtergehen. Belohnung erhalten, 42 Kilometer gefahren. Ah ja, geil. Mehr beschädigen als das kann ich nun auch wieder nicht. Ich hab's noch nicht klingen gehört, okay. Was soll denn das? Also ich glaube, ohne Nebel wäre es sogar noch zum Teil tatsächlich sogar noch schöner zu fahren. Und jetzt darf ich die 90 nicht verpassen. Hallo Sifa. So, die 90 haben wir jetzt. Die 80 haben wir sowieso schon lange. Hallo Sifa. So, Konzentration jetzt hier nochmal. Endspurkonzentration. Okay, Kaffee ist kalt, oder der Rest vom Kaffee. So.
Lang ist es her, keine Zwangse vom Bahnhof. Vom letzten Stop. Okay. Ich bin aber auch selbst schuld. Warum jinx ich den Scheiß auch? Meine Fresse. Oh. Oh Gott. Eieieiei. Sollte es irgendwann mal ein Best-of geben. Das ist safe drin. Alter. Heilige Scheiße. Neues Level auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Neues Level in der BR422DB. Das wäre in der DB-Lackierung. Und immer noch Level 24 allgemein. Zeit benötigt 21 Minuten 41 Sekunden anstelle von 25 Minuten. Zurückgelegte Entfernung 19,38 Kilometer. Und gegangene Entfernung 1,6 Meter. Boah. Deswegen haben wir so einen Muskelkater. 7493 Punkte bekommen. Und eine Goldmedaille. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der. Ja. Mindestens zwei unnötigen Zwangsen. Wahrscheinlich eigentlich sogar zweieinhalb bis drei. Ich hoffe, ich sehe euch noch im nächsten Video wieder. Macht es gut. Also von hier, ne? Trains the World oder von einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.